Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute geht es wieder um Garten. Was haben wir heute vor? Wir werden ein bisschen was pikieren und auch neue Aussaaten machen. Wir werden mal meine Pflanzenanzuchtstation kurz in Augenschein nehmen, da den Zwischenstand und dann gehen wir raus. Da gibt es noch ein bisschen was zu tun, was wir jetzt so im März, Anfang April alles noch machen müssen. Düngen, Zwischenstand, Erde und so weiter und so fort. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und zwar mit meiner Gewürztagete. Schaut mal hier, könnt ihr euch noch an das letzte vor einer Woche erinnern? Da waren die Herzblätter noch gar nicht ausgeprägt und jetzt haben wir hier richtig schöne, kräftige kleine Pflänzchen. Ihr seht, ich habe hier in der Quickpot-Platte schon einige pikiert und jetzt noch was Besonderes zu der Erde. Die Gewürztagetes werde ich bis zum Auspflanzen Mitte März hier in dieser Quickpot-Platte belassen. Die Gewürztagetes mag gerne ein bisschen mehr Nahrung haben. Deswegen habe ich hier die Aussaaterde, wie wir die gemacht haben, das haben wir ja schon im Gartenvideo erklärt, gezeigt, die 50-50 mit reifem Kompost gemischt. Und auch diesen Kompost habe ich im Backofen nochmal sterilisiert. Die Mikroorganismen sind dann zwar hinüber, aber die Düngekraft bleibt erhalten, sodass wir hier eine nährstoffreichere Erde haben, weil die eben nicht nochmal umgetopft werden, sondern die bleiben hier drinne. Die wachsen noch relativ langsam. Die bleiben jetzt hier drinne, bis sie draußen in den Garten kommen. Deswegen brauchen die ein bisschen kräftigere Erde. Ja, die Erde habe ich eingefüllt, schon feucht gemacht. Mit dem Pikierstab schon Löcher reingebohrt und ein paar habe ich ja schon gesetzt. Und jetzt mit dem Stiel geht auch ein Schaschlikspieß, eine Kuchengabel, ein Teelöffel, was auch immer. Man braucht nicht unbedingt einen Pikierstab. Jetzt hier habe ich natürlich auch gegossen, damit das sich leichter löst. Und dann schnappe ich mir hier die Stiele, gehe drunter und nehme die ganz vorsichtig raus. Ein bisschen die Erde abschütteln. Und dann suche ich mir hier wieder die schönsten Pflanzen raus. Dass die lange Stängel habe, ist überhaupt kein Problem. Die können wie Tomate oder Paprika auch. Oh, den habe ich abgebrochen, den sortieren wir gleich aus. So, dann suche ich mir die schönsten aus. Den kleinen hier tun wir weg. So, und dann, wie bei den Paprika auch, gucken, dass die Wurzeln alle in das Pflanzloch reinkommen. Mit dem Pikierstab runterdrücken und dann andrücken. Und das machen wir jetzt mit den ganzen, mit den schönsten. Alle kann ich sie nicht topfen, weil sonst wäre in meinem Garten nichts anderes als Gewürztagetes. Meine Mama kriegt ein paar, ich glaube 54 Pflanzabteile sind hier auf der Platte mit 54 Pflanzen. Sind wir gut ausgestattet. Da haben wir genug zum Aussetzen, zum Auspflanzen später. Und deswegen suche ich mir hier nur die schönsten und kräftigsten Sämlinge raus. Und wie ihr seht, immer schön den Stiel noch mit rein, aber vorsichtig, dass er dabei nicht abknickt, weil wenn der Stiel abgeknickt ist, brauche ich da an der, dann ist die Verbindung unterbrochen, dann kann ich es auch gleich aussortieren und wegschmeißen. So, und jetzt wieder die nächste Fuhre locker machen, rausziehen und gucken. Ja, hier der ganz kleine Schad drum, aber ich ziehe die Same ja oder ich sammle die Same ja selber ab. Ich muss sie nicht kaufen, von daher ist mir das auch lieber ein paar mehr wie zu wenig. So, dann gucken wir mal. Wieder die schönsten. Schön die Wurzel rein, den Stiel ein Stück nach unten drücken. Wichtig beim Pikieren auch hier, die Keimblätter müssen oberhalb der Erde bleiben, damit die nicht anfangen zu vergammeln. So, und auch hier schön rein. Ein bisschen andrücken. Und dann wieder die schönsten raussuchen. Einige hatten in den Kommentaren gefragt, warum ich denn mal die Schnecken lieben Gewürztagetes. Und da hatte ich in den Kommentaren die Frage, warum ich denn was in den Garten pflanze, was die Schnecken mögen. Dann würde ich sie mir ja anziehen. Schnecken hat man sowieso im Garten. Und wenn ich jetzt neben meinem Salat einen Gewürztagetes sitzen habe und Schnecken Gewürztagetes lieben, wo gehen sie dran? Die gehen mir an die Gewürztagetes. Und immer, wenn es geregnet hat, dann gehe ich raus sammeln. Und dann kann ich die wunderbar an den Gewürztagetes absammeln und mein Salat bleibt am Leben. Na, so viel dazu. Und da sind noch schöne. Ich suche mir jetzt die schönsten Exemplare hier raus.
Deswegen da, normalerweise sagt man ja, ne, wenn da sowas anlockt, aber ich liebe es. Ich kann sie dann wunderbar dort alle absuchen. Nebenbei, die Blüten sind toll im Tee, toll getrocknet für die Hühner im Winter bezüglich Eierfarbe. Eine ganz tolle Geschichte. Und natürlich kann man sie auch im Salat dekorativ. Sie sehen nicht nur schön aus und blühen das Ganze den ganzen Sommer über ausdauernd. Die schmecken auch lecker auf dem Salat, im Tee, wie auch immer. So, eine noch, eine schöne. Na, wo haben wir eine? Da. Die will ich haben. Dann gucken wir mal, dass wir uns die hier raus. Ja. Und die letzte rein. Wunderbar. So, das wird später noch angegossen, aber das mache ich dann in der Pflanzenstation. Dann sind die Dinger leichter zu tragen. Okay, das heißt, die Gewürztagetes kann ich erstmal auf die Seite stellen. Und das Tablett hier auch. Hoppala. So, als nächstes habe ich hier mit Gartenerde aufgefüllt. Die ist auch nicht sterilisiert, gar nichts. Einfach nur aus einem Beet, zwei Saatschälchen mit Gartenbeeterde. Weil neben den Gewürztagetes ziehen bei mir in die ganzen Gemüsebeete ja auch immer Ringelblumen mit ein. Ringelblumen sind auch gut gegen Nematoden im Boden. Und davon abgesehen liebe ich auch die Blüten. Die werden ja jedes Jahr bei mir gesammelt, getrocknet für diverse Kosmetikprodukte. Im Übrigen gibt es dann auch wieder eine tolle Handcreme, gerade nach Gartenarbeit, was richtig toll ist. Und da sehe ich die schon aus, aber die bleiben nicht im Haus, sondern die kommen nach draußen. Und ihr seht diese Hörnchen hier, das ist selbstgewonnenes Saatgut. Gegen Ende der Saison lasse ich die dann auch immer schön blühen und verblühen, damit sie Same bilden. Und dann kann ich den Same ernten für nächstes Jahr. Und ich möchte, dass, wenn ich die Gemüsebeete Stück für Stück bepflanze, dann auch meine Pflänzchen schon am Start sind. Deswegen werde ich die hier in den Aussaatschalen. Die bleiben aber nicht im Haus, die kommen nachts draußen. Ja? So, das sind Lichtkeimer, das heißt, hier brauche ich nur ein ganz bisschen Erde obendrauf. So, ich mache es hier oben drüber. Das heißt, hier nur dünn die Erde über die Samen geben. Jawohl. Und die zweite. Darf ich eine ganz kurze, dumme Frage stellen? Ja, klar. Die haben jetzt gar kein Licht zum Keimen. Ja, also Lichtkeimer, einen halben bis maximal 1 Zentimeter Erde obendrauf. Hilft einfach, damit das nicht so schnell austrocknet. Rein theoretisch bräuchte ich hier überhaupt keine Erde bei Lichtkeimern drauf machen. Dann ist aber das Risiko, dass die, wenn die gerade am Keime sind, auch relativ schnell austrocknen können. In dem Fall eine dünne Schicht Erde verhindert das, bleibt besser länger feucht. Deswegen kommt da eine ganz dünne Schicht drauf. So, hier wird jetzt noch angegossen. Auch die Gartenerde hatte ich vorher ein bisschen angefeuchtet. So, Schälchen rein. Und dann kommen hier die Haube drauf. Und diese zwei Schälchen, die nehmen wir später auch mit raus. Die kommen ins Tomatenhaus, in das kleine Gewächshaus mit Reißverschluss, damit die dort dann keimen können. Da drin ist es immer ein bisschen wärmer als die Außentemperatur. Dann schießen sie oder vergeilen nicht. Wenn ich sie hier drinnen, besteht immer das Risiko, dass sie zu schnell wegen der Temperatur aufgehen und dann hochschießen. So, die gehen nachher mit raus. Und dann habe ich aber noch etwas, was ich gerne mal ausprobieren möchte. Ich war ja nach der OP ziemlich inaktiv, weil ich einfach liegen musste. Habe dadurch viel Fernsehen geguckt und habe eine schöne Reportage gesehen mit einer Pflanze Ashwagandha, ich glaube auch indischer Ginseng genannt, Nachtschattengewächs, also auch giftig, aber die Pflanze hat mich fasziniert und ich will sie wachsen sehen. Also habe ich mir Samen besorgt und die möchte ich jetzt mal im Haus, die braucht ein bisschen wärmer, vorziehen und gucken, wie die Pflanze so aussieht. Vor allem auch die Beeren, die bilden, die enthalten Saponine. Also damit kann man sich im Prinzip die Hände waschen, wie Seife, als Seifeersatz.
Das ist zwar auch eine Medizinpflanze, gerade so alles, was unter der Erde ist, die Wurzeln. Da bin ich aber extrem vorsichtig, weil da kommt es auf den Wirkstoffgehalt an. Bei Pflanzen, die giftig sind, mit der Dosierung will ich einfach keine Hausmittel, Hausapotheke herstellen. Da ist mir einfach das Risiko zu groß, dass da Vergiftungserscheinungen aufkommen. Aber die Pflanze macht mich neugierig und die Früchte zum Händewaschen. Und deswegen muss ich das unbedingt probieren. Guckt mal hier, ganz kleine Samen. Und ja, ich will keine ganze Platte. Jetzt werde ich hier in jedes Ding mal so drei, vier Samen. Oh, das waren ein paar mehr. Weil ich auch nicht weiß, wie keimfreudig sind sie, wie gehen sie auf. Schauen wir mal. Okay, das reicht schon. Und auch das sind Lichtkeimer. Das heißt, hier kommt auch nur eine dünne Schicht Erde drauf. Und auch hier angießen. Und das bleibt jetzt wieder hier bei mir im Wohnzimmer auf der Fensterbank stehen, bis sie gekeimt haben. Wenn der erste das Köpfchen durch die Erdoberfläche steckt, dann kommen sie hoch in die Anzuchtstation, aber solange bleibt das gerne noch bei mir unten, weil ich einfach dann besser die Kontrolle drüber habe. Und so, erstmal die Schüssel weg. Hier habe ich ein großes Schildchen. Und ich habe hier leider keinen Aufsatz, aber ja, ein Gefrierbeutel tut es auch. Habe mich da ein bisschen vertan, hä? Dann muss ich so reinpacken. Und auch hier gilt, einmal am Tag runternehmen. Ich packe das Schildchen jetzt hier an der Seite mit rein. Frische Luft reinlassen, verbrauchte Luft raus, sonst begünstigt man die Schimmelbildung. Und ja, gegebenenfalls einmal am Tag nochmal leicht einsprühen, damit es nicht austrocknet. Wie gesagt, sobald die ersten hier auch das Köpfchen durch die Erde stecken, kommt es hoch in die Anzuchtstation. So, das einmal auf die Seite, das geht nach oben. Jawohl. Dann habe ich hier erstmal die Erde wegmachen, bevor ich mir die Arbeitsplatte verkratze. Jetzt haben wir ja im Garten die Erdbeeren soweit ausgeputzt und sauber gemacht. Und Erdbeeren sind ja Waldbewohner. Und damit sie dann auch richtig schön kräftig in Fahrt kommen, habe ich hier was vorbereitet. Und zwar zu gleichen Teilen abgewogen. Einmal Kaffeesatz und einmal Hornmehl. Also ganz fein gemahlene Hornspäne. Der Kaffeesatz bringt Säure mit. Ja, Erdbeeren sind Waldbewohner, mögen leicht sauren Boden. Kompost mögen Erdbeeren. Ja, manche schreiben Erdbeeren mit Kompost düngen, manche sagen, Kompost ist kontraproduktiv. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, 1:1. Das wird dann nur noch durchgemischt. Und dann kriegt jede Pflanze so einen Esslöffel in die Erde rund um die Pflanze eingearbeitet. Die Hornspäne bringt den Stickstoff mit, Phosphor, Kalium bringt der Kaffeesatz mit, nebenbei auch noch ein bisschen Säure. Und von daher ist das perfekte Mittel, um den Erdbeeren ein bisschen Power zukommen zu lassen. Da Erdbeeren im Herbst die Anlage für die Blüte fürs nächste Jahr bilde, ist das auch ein perfekter Dünger, den man im Herbst nochmal geben kann. Da meine ja aber bis zum Frost tragen. Und ja, da habe ich dann nichts mehr gedüngt, deswegen kriege sie jetzt ein bisschen was. Und wie gesagt, ein flacher Esslöffel arbeite ich dann nachher in die Erde bei den Erdbeeren ein. Und dann sind meine Erdbeeren auch gut versorgt. So, durchgemischt haben wir. Naja, Hornspäne, wisst ihr ja, die riecht ja nicht besonders angenehm. Aber der Kaffeesatz mildert das Ganze ein bisschen ab. So, das geht dann später mit raus. Nee. Das nehmen wir gleich mit raus. Aber bevor wir hochgehen, doch, wir gehen jetzt erstmal hoch. Das zeige ich euch dann später draußen. Wir gehen in die Anzuchtstation. So, wir sind jetzt in meiner Anzuchtstation, die eigentlich ein Witz ist. Seitdem letztes Jahr Marie bei uns eingezogen ist, habe ich halt diese Platzprobleme. Weil den Raum, den die Marie jetzt als ihr Zimmer nutzt, das war ja vorher mein Büro und Anzuchtstation in einem, der ist auch deutlich größer. Jetzt mussten wir da natürlich alles raus und hier in diesen kleinen Raum quetschen. Ja, deswegen habe ich nicht mehr ganz so viel Platz und ja, schwierig. Aber schaut mal hier,
Das sind jetzt hier meine ganzen Paprikapflanzen und hier auch die Auberginen. Guckt mal, wie toll die sich entwickeln, allesamt. Wir haben die ja vor einer Woche zusammen pikiert und was die jetzt schon für einen Schuss gemacht haben, das ist Wahnsinn. Und ja, hier ist jetzt die Platte mit den Gewürztagetes. Das reicht vom Licht her jetzt nicht mehr aus, weil ja, da geht es noch ein Stück rüber. Meine Basilikum, der Gigant und der African Blue, die hatte ich ja als Stecklinge vorgezogen, also als Stecklinge genommen und dann jetzt von August, nee, September, von Ende September bis jetzt am Leben gehalten. Aber ihr merkt, es werden schon Hochstämmchen. Basilikum mag gerne ein bisschen mehr an Futter, an Nahrung. Und die werde ich jetzt die Tage auch noch umtopfen, auch noch mit dem sterilisierten Kompost mit rein. Bisschen größere Töpfe, dass die jetzt noch richtig durchstarten können, damit ich dann auch von den Pflanzen, die ich jetzt noch habe, dann auch noch Stecklinge ziehen kann, um mir weitere Pflanzen zu machen, die dann später ins Tomatenhaus einziehen. Und wenn wir gerade von Tomate schwätze, guckt mal hier, meine ganzen Tomaten, wunderbar gekeimt, manche ein bisschen höher, weil nicht alles gekeimt hat, so schnell. Dann habe ich den Deckel immer noch mal ein bisschen länger drauf gelassen und ja, die ganze Zeit waren sie noch im Wohnzimmer. Hier oben sind schon die Haken, hier liegt die Lampe, die muss nur noch befestigt werden. Das macht mir der Matthias heute Nachmittag, wenn er nach Hause kommt, damit dann hier auch eine entsprechende Lampe drüber ist. Und ja, hier guckt mal mit, der Lauch hat gekeimt, ja, oder ist noch am Keime, hier kommen noch überall raus. Hier oben hat es ungefähr jetzt so 18 Grad, die nehme ich dann aber auch nächste Woche mit nach draußen in das kleine Gewächshaus. Die nächsten Tage ist nachts noch kalt, teilweise 0 oder minus 1 Grad. Wir haben das Video Freitag gedreht für euch und Samstag soll es ja sogar unter Umständen Schnee geben. Deswegen bleibe die jetzt noch ein paar Tage hier drin, sonst hätte ich sie jetzt tatsächlich schon rausgestellt. Und ja, nebendran, ihr seht meine Kartoffeln. Hier, die hatte ich umgedreht, weil von oben hat sich nichts gebildet. Dann drehe ich sie um. Ja, unten haben sich die Keimlinge gebildet. Die von Anfang an richtig gelegen haben, die haben auch schön dunkle Keime. Das ist wunderbar. Und auch hier die andere Sorte, die rote Emmaldin, die ist auch wunderbar am Vortreiben. Und mal gucken. Ja, schätze, hoffe, dass ich sie Mitte April ins Beet bringen kann. Und bis dahin habe ich hier meine Sprühflasche. Die bekomme dann auch einmal am Tag eine leichte Dusche. Der Eierkarton nimmt die Feuchtigkeit auf und dann können sie wunderbar weiter vortreiben und dann kommen sie, ja, 2-3 Wochen schätze ich mal, dann kommen sie ins Beet, aber dann nehme ich euch natürlich wieder mit. Ja, und langsam wird es hier ein bisschen enger, immer enger. Wir werden hier noch wahrscheinlich eine dritte Lampe aufhängen müssen. Ich habe auch noch große Holzplatten, um hier meinen alten Schreibtisch entsprechend ja, von der Stellfläche her oben drauf zu vergrößern. Hier kommt dann unter Umständen noch ein Stuhl drunter, damit das Ganze auch hält und nicht kippelt. Und ja, das ist im Moment meine Anzuchtstation. Und ich bin total happy, wenn ihr euch das anschaut mit den Paprika und vor allem auch die Auberginen, was die einen Schuss gemacht haben. Die hatten ja gerade das erste Herzblatt und guckt mal, wie die sich hier schon entwickeln. Das ist klasse. Da freue ich mich richtig drauf. Und beim Pikieren kam tatsächlich die Frage nach den Tap de Corti. Und guckt mal hier, Simon, in dieser Reihe, das sind alles die Tap de Corti. Und auch die, hier eine ist ein bisschen kleiner, aber auch die anderen wunderbar entwickelt. Innerhalb von einer Woche habe die einen Schuss gemacht. Wahnsinn. Und 12 Stunden haben sie hier Licht, das war's. Und ansonsten, das ist ein Fenster, das hier nicht genug Licht bringt. Von daher brauche ich die Beleuchtung. Und gegen die Feuchtigkeit, weil Pflanzen nehmen Wasser auf und geben die Feuchtigkeit ja auch über die Blätter wieder ab, dass mir hier drinnen die Mauern keinen Schimmel ansetzen, habe ich auch so einen Luftentfeuchter, der auch mit einer Zeitschaltuhr versehen ist und alle 2 Stunden mal für eine halbe Stunde anspringt, um die überschüssige Feuchtigkeit hier aus der Luft rauszuziehen. Weil ja, sonst irgendwann lagert sich das natürlich in den Tapeten, in dem Mauerwerk und dann hat man Schimmel an der Wände und das will kein Mensch haben. In dem anderen Raum hatte ich halt die Möglichkeit, besser zu lüften mit 2 Fenstern. Das ist hier nicht der Fall. Da muss es ein Luftentfeuchter sein. Ja, so viel zu meiner Anzuchtstation. Wir ziehen uns jetzt Jacke an. Und dann gehen wir nach draußen und dann sehen wir uns wieder.
So, wir haben Säckchen angezogen und wir sind draußen. Ja, wir stehen im Tomatenhaus und hier ist ja auch mein kleines Gewächshaus. Und Simon, komm mal ein bisschen näher. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass ich die Salatpflanzen pickiere. Schaut mal hier, die Salatpflanzen sind pickiert, haben schon schöne Schuss gemacht. Der Pak Choi gedeiht und hier meine drei Stängel Brokkoli, die wachsen auch mit viel zu langem Stängel, aber sie wachsen jetzt schon langsamer. Und ihr seht, neben den Keimblättern haben sie jetzt auch schon die ersten richtigen Blätter gemacht. Und hier unten habe ich dann auch den ich noch nachgesät habe. Und ihr seht deutlich, ja gut, beim Gießen ist der jetzt umgefallen, egal, sind noch genug andere da. Hier geht er deutlich langsamer vonstatten. Und ihr wisst ja, Petersilie, Honig nie Glück. Deswegen steht hier schon eine Palette mit Krauser und Blattpetersilie. Habe ich mir beim Gärtner geholt. Wird aber nachts noch zu frisch. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass es kommende Woche noch ein bisschen kälter werden soll, habe ich die noch nicht ausgepflanzt. Beim Gärtner stehen sie auch noch im Kalthaus. Und deswegen stehen die bei mir hier auch noch ein bisschen in Sicherheit. Und da ist ja, heute Nacht, morgen Nacht richtig kalt werden soll, werde ich das jetzt auch umquartieren. Und ich nehme einfach mal die zwei hier schon mit, weil mehr wie zwei Sachen kann ich nicht tragen. Und dann gehen wir mal einfach ein Stück weiter. So. Und zwar habe ich das Beet hier schon fertig gemacht. Hier waren ja noch die letzten Möhren drin. Und guckt mal, ein paar habe ich schon verbraucht. Aber ja, das ist die Ausbeute von im letzten Jahr gesäten Karotten, die ich hier jetzt noch rausgeholt habe. Und das Beet, ja, von Steinen befreit und 10 Liter Eimer. Ein 10 Liter Putzeimer habe ich, nachdem ich hier die vier Beete, nur die vier großen Hochbeete, die Erde bearbeitet habe, hatte ich einen 10 Liter Putzeimer, halb voll, ihr hört richtig, halb voll mit Engerlingen und Erdraupen. Ich habe die alle aussortiert. Was ich damit gemacht habe, sage ich nicht. Ja, so, die Beete sind soweit fertig und die Erde erwärmt sich, die Steine erwärmen sich. Und wenn es kalt wird, sorgt dieser Frühbeetaufsatz, den wir aus alten Holzpanelen gebaut haben, dafür, dass wenn die Erde die Wärme über Nacht abgibt, schön hier drinne bleibt. Das wird für die nächsten Tage, wenn es so kalt werden sollte, das neue Zuhause für die Petersilie, Brokkoli, hier die zwei Ringelblume, die anderen hole ich gleich auch noch, die kommen hier rein. Das kann ich tagsüber aufmachen und abends wird es zugemacht und die gespeicherte Wärme bleibt dann schön hier drinne. Ist effektiver. Wenn es bei euch auch noch wirklich Richtung Null gehen sollte, dann vielleicht doch die Pflanzen aus diesem kleinen Foliengewächshaus für die paar Tage noch mal irgendwo anders unterbringe, dass sie ja nicht ganz so kalt kriegen. Weil gerade der Pak Choi ist ein bisschen empfindlich, wenn es zu kalt wird. Und hier drinnen können sie besser vor der Kälte geschützt überleben. So, dann hole ich noch die andere Platte und werde die auch noch in das Hochbeet reinpacken. Ein bisschen Platz mache hier. Eigentlich wollte ich den Salat schon hier reinpflanzen oder zumindest einen Teil davon. Aber beim Bearbeiten, habe ich ja gerade schon gesagt, habe ich jede Menge Engerlinge und Erdraupen rausgeholt und auch jede Menge Drahtwürmer. Und bevor die mir nachher alle Wurzeln von meinen Salatpflanzen abfressen, habe ich hier einen Snack für die Drahtwürmer vorbereitet. Eine Fraßfalle sozusagen. Ich habe die letzten Mini-Kartoffeln von meiner roten Laura, die total schrumpelig waren und schon so lange Keime hatten, die Keime ab, halbiert. Und jetzt werde ich diese Kartoffelspieße quasi in die Erde bringen, zubuddeln. Und das werde ich jetzt bei ziemlich vielen Beeten machen. So weit wie ich komme mit meinen aufgespießten Kartoffelhälften. Und dann kann ich die alle paar Tage kontrollieren, rausnehmen und wenn sich die Drahtwürmer da reingemampft haben, kann ich die rausziehen und habe Lebendfutter für meine Hühner. Und das werde ich jetzt hier bei allen Hochbeeten so machen, um möglichst viele dieser fiesen Drahtwürmer, weil ihr kennt das vielleicht, ein Salatpflänzchen, was auch immer, gerade gesetzt,
Alle wachsen wunderbar und eins wird ganz schlapp und fällt in sich zusammen. Und dann hebt man es an und dann braucht man gar nicht ziehen, dann hat man es einfach in der Hand, weil die Wurzel von so einem blöden Drahtwurm abgefressen wurden. Und wer Probleme mit den Viechern hat, Lebendfalle versuchen, so kann man zum einen den Befall überprüfen, wie viel habe ich denn von den Viechern. Ich meine, das, was ich gesehen habe, habe ich gleich raus, aber die Dinger sind ja auch klein und jetzt werde ich überall diese Kartoffelspieße verteilen, um die restlichen auch noch einzufangen. Hoffentlich alle. So, aber nochmal zurück ins Tomatenhaus. Mittlerweile sind alle Holzteile gestrichen und ich habe hier wieder meine Breadfork und damit werde ich jetzt hier auch mein Tomatenhaus Stück für Stück bearbeiten. Die Erde auflockern. Wir haben ja im Herbst hier ausgebracht Steinmehl und Hornspäne. Und hier haben wir aber das Problem, hier ist die Erde, wenn wir sie mal aufmache, aber ein bisschen buddeln. Ja, Steine seht ihr, muss ich auch wieder rausschaffen. Aber ja, sie ist recht trocken. Ihr merkt, das staubt total. Und wenn die Erde trocken ist, passiert eins. Die schönen Mikroorganismen, alle Bodenlebewesen, die Regenwürmer und, die gehen in viel tiefere Schichten, wo es noch feucht ist. Ich will aber, dass die jetzt wieder hochkommen und meine Erde hier drinnen schön bearbeiten und die wieder richtig lebt, auch an der Oberfläche. Wir haben ja die Tanks voll mit Wasser. Das heißt, ich werde jetzt auch einmal in der Woche, wenn ich den Boden bearbeitet habe, entsprechend einmal in der Woche schön gießen, damit der Boden wieder feucht wird und die ganzen Lebewesen zurückkommen in die oberen Erdschichten. Und ja, ich habe sie gerade nochmal angefasst, die Breadfork. Ich konnte mit der Firma Terradix tatsächlich eine Verlängerung des Rabattcodes mit 5% bis zum 10.04. für euch erreichen. Das heißt, eigentlich wäre der Rabatt ja heute abgelaufen, aber jetzt habt ihr noch Zeit bis zum 10.04. euch die 5% zu sichern. In der Videobeschreibung haben wir alles hinterlegt. So, weiter geht's. Ach so, fast vergessen. Natürlich, wenn es jetzt nächste Woche keinen Frost hat, werde ich dann auch anfangen, die Ollas wieder zu befüllen, also die Bewässerungstöpfe, nachdem ich die Erde rausgemacht habe und wieder überall Steine auf die Löcher packen kann. Ja, werde ich die auch wieder befüllen, damit der Boden eine Grundfeuchte dann auch länger hält. So, weiter geht's. Guckt mal hier, meine Radieschen. Also keimt und sprießt es wunderbar. Außer für die Ansaat habe ich hier nicht gegossen. Wir hatten ja auch genug Regen. So, schnüren wieder drüber. Und dann sind wir hier direkt an den ersten Erdbeeren. Ich habe hier noch nirgendwo Stroh drauf. Ich habe es einfach noch nicht geschafft und gebe jetzt hier aber einen Esslöffel hier in die pro Erdbeerpflanze an die Oberfläche und arbeite es ganz ebenso mit ein. Damit die dann noch so einen kleinen Energiekick kriegen. Und das mache ich. Ich mache sie jetzt nicht alle mit euch zusammen. Das mache ich dann auch in der Pyramide. Und wenn ich das eingearbeitet habe, kommt auch der Strohmulch heute noch drauf, damit das noch ein bisschen Kälteschutz hat, sollte es wirklich unter 0 Grad gehen. Den Knoblauch machen wir nächste Woche zusammen. Der braucht nämlich jetzt auch Futter. Aber das kommt nächste Woche Sonntag. Geh mal weiter. Ja. Hier der nächste Radieschen, den habe ich wohl ein bisschen dicht gesät, macht nichts. Auch das Blattgrün freuen sich meine Hühner. Die wollen ja auch immer ein bisschen was an Frischfutter haben. Und hier hatte ich ja den Rettich. Auch der ist wunderbar am Keimen. Auch da freue ich mich drauf. Hoffentlich wächst das schön und gut, damit ich euch den Rettichsalat zeigen kann. Ja, ihr habt aber auch gesehen, meine Hochbeete, die Erde ist ziemlich abgesackt. Wir hatten ja unten auch noch Schnittgut mit drin und das zersetzt sich ja und dann sinkt das ab. Da werden wir wahrscheinlich erst noch ein bisschen Erde auffüllen müssen und dann noch mal durchmischen. Aber erst will ich jetzt hier alle Drahtwürmer raus haben. So, weiter geht's. Auch Spinat habe ich immer noch hier stehen. Den werden wir jetzt aber auch nach und nach abernten, weil hier sollen ja wieder meine Kartoffeln rein. Aber solange ich noch Spinat habe, den werden wir jetzt wahrscheinlich im Laufe der Woche verputzt, vertilgt haben und dann kann ich mich hier auch um die Beete kümmern. So,
Weiter geht's. Ja, hier die Karotten haben wir beim letzten Mal ja schon gesehen, dass die langsam aber sicher keimen. Ja, und ihr seht, hier kommt überall, ich habe sie wieder viel zu dicht gesät, sehe ich gerade. Aber naja, dann ist es so. Hier hinten auch. Das, ne, also überall keime hier meine Möhrchen. Sehr schön, freue ich mich. Das Wetter war ideal, ich brauchte nicht gießen. Perfekt. Ja, gucken wir mal, was hier kommt. Ah, hier ist nur ein Ahorn. Die Zwiebeln noch nicht. Den Ahorn ziehe ich durch die Folie raus. Oh, doch, die erste Zwiebel steckt sogar schon ihr Köpfchen durch. Guck mal. Die ersten Zwiebeln kommen hier auch schon an die Oberfläche. Sehr schön. Und wie gesagt, das Vlies ist zum einen Vogelschutz, weil die mir sonst hier alles umgraben. Und zum anderen sorgt es auch dafür, dass die Wärme, die von der Sonne im Boden gespeichert wird, unter diesem Vlies ja, ein eigenes Mikroklima schafft. Das sorgt dafür, dass die Wärme nicht nach oben weg kann. Und dadurch ist das immer ein kleines bisschen wärmer als die Außentemperatur. So, weiter geht's. Die Erdbeeren habe ich ja schon gesagt, die werden wir auch noch mit Dünger. Und die zweite Pyramide, ihr seht, der Knoblauch und die Zwiebeln sprießen hier auch wunderbar. Auch die bekommen dann noch Futter, aber im Moment noch nicht. Und ja, hier bei den Erbsen dauert noch ein bisschen, da sehe ich noch nichts rauskommen. Aber ich bin ja neugierig, muss immer mit dem Finger mal ein bisschen buddeln, ob sich überhaupt was tut. Also die Erbsen, die ich da reingelegt habe, die fangen schon an zu keimen. Sie sind nur noch nicht durch die Erde hochgekommen. Und dann kommt mal mit, schaut mal, da sind schon Hummeln dran. Da hinten ist gerade eine schöne pelzige. Siehst du die? Oh. Lungenkraut blüht schon richtig toll. Da hinten der Sanddorn treibt aus. Hier der Flieder knospt schon richtig toll. Und ja, guckt mal, ich freue mich. Mein Szechuan-Pfeffer, das wehrhafte Teil mit den Monster-Stacheln. Aber ihr seht, überall habe ich schon Austrieb. Der hat den Winter auch wunderbar überstanden. Freue ich mich tierisch drüber. Ja, und auch hier der Flieder, die ersten Blüten, Knospen. Ich habe hier vorne den großen an der Terrasse, der blüht weiß. Und ich wollte unbedingt auch Fliederfarbenen haben. Und da habe ich die zwei hier gesetzt, weil die Hecke soll ja auch irgendwann richtig zu sein. So, und dann zeige ich euch noch was. Das Schaumkraut nehmen wir gerade mit raus. Das muss nicht da stehen. Ich kann das nicht sehen. Wenn ich Unkraut sehe, das muss ich immer gleich rupfen. So, ich habe gestern hier dieses Beet bearbeitet, wieder mit der Bread Fork. Und ihr könnt euch erinnern, beim letzten Mal habe ich ja von der Schlehe die Ausläufer gesagt, dass die so wunderbar. Ich wollte hier eigentlich nur die Erde lockern und dann merke ich habe einen Widerstand. Ich kann die Bread Fork gar nicht so problemlos vor- und zurückwippen. Und dann bin ich der Sache auf den Grund gegangen. Guckt euch das mal an, was ich hier unten aus dem Beet rausgeholt habe wieder. Ich weiß nicht, welcher Baum, ob es der ist, der seine Wurzeln hier in das Beet reingesteckt hat oder ob es von der Hecke kommt. Aber Fakt ist, dass die Wurzeln in meinem Gemüsebeet nichts zu suchen haben und ich entsprechend die rausmache, weil da kannst du noch so viel gießen. Wenn die Baumwurzeln dir von unten alles rausziehen, dann kriegt das Gemüse nichts mehr. Und ja, die Tage ist das nächste Beet dran und auch hier werde ich dann wieder mit der Bread Fork gucken, ob ich Wurzeln finde, die ich dann rausnehme. Und ja, wenn wir gerade da sind. Bread Fork. Habe ich schon wieder Bread Fork gesagt? Ja, ich habe ja im letzten Video schon gesagt, ich vertausche gerne Buchstaben, dichte welche dazu. Manchmal will mein Kopf einfach nicht wie ich. Seht es mir bitte nach. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, guckt mal hier. Hier geht jede Menge Kirschlorbeer auf. Ne? Das ist ja für mich sowieso keine Pflanze, die ich gerne habe. Das heißt, hier habe ich noch jede Menge Arbeit und kann hier wieder die ganzen Schösslinge, die aufgehen, rausrupfen. Ja, wenn ich das nicht mache, haben wir irgendwann hier nur noch Kirschlorbeer. Ist mir sowieso ein Dorn im Auge, aber die müssen definitiv weichen. Und oh, guck mal, wie toll die Schlehe blüht für die Insektenwelt. Wahnsinn. Bei uns blühen zwar auch die Forsythien, aber die Forsythien sind tote Blüten, trockene Blüten. Die haben weder Pollen noch habe die Nektar. Also nützt es unserer Insektenwelt null. Die will ich weghaben, irgendwann. Schaut mal, auch hier ein Frühblüher für unsere Insektenwelt. Die Kornellkirsche, die blüht.
Mal gucken, ob wir dieses Jahr ein paar Früchtchen mehr haben, dass wir auch ein bisschen was damit machen können. Ich sag mal, wenn ich nur so Händchen voll habe, dann lasse ich es für die Tiere. Das muss sich lohnen, dass ich was davon habe und die Insektenwelt, dann ernte ich. Aber solange das nur so Portionchen ist, da dürfen gerne die Vögel dran. Ja, gucken wir mal weiter. Hier ist noch keine Ordnung, man sieht's. Meine Blutjohannisbeere, da mal gucken, da will ich ja auch unbedingt noch Stecklinge machen, die ich ein bisschen größer ziehe, um die Vorsitzien irgendwann auszutauschen. Und ja, hier noch blüht sie nicht, aber sie treibt schon grün aus. Weißdorn, auch das ist ein tolles Gehölz für unsere Insekten. Und ja, hier hinten wieder meine wilde Ecke mit Brennnesseln, die ich dann für die erste Jauche dann später ernte und ansetzen kann. Und hier zwischendrin, ihr seht es vielleicht, hier ist noch alles voll, hier, das treibt auch schon wunderbar aus. Das ist die Aronia und da haben wir ja hier noch einen zweiten sitzen, die Aronia-Beere. Die hatte ich ja vom Besnik aus dem Kosovo, vom Onkel mitgebracht bekommen, hier eingepflanzt und ich freue mich, dass die richtig angewachsen sind. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würden wir uns natürlich wie immer freuen über einen Daumen hoch, einen Kommentar und klar auch über ein Abo. Geht raus, steckt eure Finger in die Erde, es tut einfach gut, vertreibt blöde Gedanken, macht einen zufrieden und in dem Sinne raus in die Garde mit euch. Bis zum nächsten Mal.